Was geht ab und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir und in diesem Video soll es mal um etwas Neues in Fortnite gehen. Ihr seht es schon auf dem Bildschirm oder im Hintergrund, in Fortnite und zwar steht da 7 Tage, 1 Stunde, 52 Minuten und 6 Sekunden. Das ist der neue Countdown, Leute. Ja, der neue Countdown ist tatsächlich gestartet, muss man sagen. Und genau in 7 Tagen um 20 Uhr findet ein Event statt. Bedeutet in 7 Tagen in einer Woche, also am 30. den Samstag soll das Event stattfinden und die Frage ist natürlich jetzt, was wird das aber für ein Event? Und das natürlich ist die große Frage, die wir uns alle stellen, denn wir wissen nicht ganz genau, was das sein wird, aber wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, Leute. Wer sich nochmal dieses Ninja-Set hier gönnen möchte, der kann es natürlich heute im Shop nochmal tun, also die sind heute nochmal im Shop und natürlich nicht vergessen, meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Plus, Leute, wenn ihr noch V-Bucks braucht, Xbox oder PSN-Karten unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch gönnen und sogar bis zu 5 Euro sparen plus mich noch auf Ehrenbasis da noch unterstützen. Ich würde sagen, wir jumpen direkt in die Runde, denn ich möchte euch im Spiel noch mal etwas zeigen, was wir neu bekommen haben oder was sich da verändert hat und das zeige ich euch jetzt. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wie die ein oder anderen Sherlocks unter euch ja schon wissen, wird das ganze Event in der Mitte von Fortnite sein oder zumindest hier bei The Agency, denn das spielt dieser Ort spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle in diesem ganzen Event. Das Doomsday Event soll ja in Fortnite stattfinden und dazu habt ihr glaube ich schon sehr, sehr vieles gehört und auch ich habe schon viele Videos dazu gemacht. Und da, also ich will euch noch mal etwas zeigen, was sich noch geändert hat. Das drumherum, diese ganzen Dinger sind, seht ihr ja schon, also links, rechts, dann da oben, dann da, also 5 Stück, 5 Kuppeln sind hier oben drauf und die haben natürlich etwas zu bedeuten. Diese Kuppeln haben sich aber geändert, denn diese Kuppeln sind nicht immer noch gleich geblieben, da ist eine Veränderung. Die ersten, also die einen oder anderen von euch haben es vielleicht sogar schon gecheckt oder vielleicht haben es auch viele gar nicht gemerkt, aber wenn wir uns diese Kuppeln mal genauer angucken, merken wir, dass da Bläschen rauskommen. Bedeutet, diese Kuppeln öffnen sich langsam und langsam wird da auf jeden Fall dran gearbeitet. Ihr seht es hier schon, hier sind so Blasen. Bedeutet, darunter wurde diese Luke aufgemacht und diese Luke hat natürlich auch etwas zu bedeuten. Ich weiß nicht, ob es ein ganzer Bunker ist. Es soll auf jeden Fall darunter eine Waffe sein, eine sehr, sehr große Waffe, die angeblich die Map zerstören soll. Ob es dann im Endeffekt so sein wird oder nicht, das kann ich euch natürlich noch nicht sagen. Das kann ich euch zu 1.000.000% oder 1000%iger Wahrscheinlichkeit erst sagen, wenn das Event wirklich stattfindet. Davor sind das wirklich nur Spekulationen und die ein oder anderen Leaks, aber die möchte ich euch jetzt nicht preisgeben, denn ich möchte euch keine Fake News verbreiten und keine Fake News sozusagen verkaufen, sodass sie auch gar nicht erst durcheinander kommt. Also Leute, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, lasst gerne ein Like, dann natürlich auch ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben. Wir sehen uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.